Er sorgte für jede Menge Diskussionen nach der großen Krönung von König Charles am Wochenende. Der Sensenmann. Wer schleicht hier durch die feierliche Zeremonie, fragte sich das Internet. Viel wurde gerätselt, wer dieser unheimliche Mann wohl sein könnte. Nun gibt es offenbar eine Erklärung. Newsweek will von der Kirche erfahren haben, dass es sich bei dem Mann um einen Küster bzw. Kirchendiener handeln soll. Ein Mitglied der Gemeinde, das bei Gottesdiensten helfe. Also keineswegs Gevatter Tod, der hier durchs Bild huscht. Ein gruseliger Anblick, aber dennoch.